Moin Moin, weiter geht's. Wir haben jetzt im letzten Part hier am Anfang des Kampfes aufgehört. Und werden dann auch direkt jetzt hier auch weitermachen. Oh, Knappel. Da haben wir jetzt im letzten Part den ersten Orden geholt. Ohne Probleme. Und ich hoffe, dass unser Team hier langsam mal... Oh, heilige Scheiße, knapp für eine Verteidigung. Ja, klar. Erhöhe die noch mehr. Nee, das ist mir zu stressig. Greifen wir wenigstens mit sehr effektiven Attacken an. Flügelschlag, komm. Trotz der doppelten Verteidigung ist das Schaden, den man sich sehen lässt. Was mit Knappe. Und das war doch eigentlich ein simpler Kampf. Ich hab nicht gewusst, dass Knappe so eine hohe Defensive hat. Nie so drauf geachtet anscheinend. Für Lucy wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber wir kriegen ja Pokémon geschenkt. Und laut den Regeln... Geschenkte Pokémon zählen nicht als guten Pokémon, von daher nehmen wir das doch ganz gerne an. Ah, Pikachu. Das ist wenigstens im Vergleich zu das, was bei Knappe war, ein guter Schaden. Natürlich. Jetzt triffst du nur zweimal. Hör auf, meinen Angriff zu senken. Das war so schon nicht viel Schaden. Ja, da können wir mal mit Knospi kämpfen. Ah, Stachelspore. Knospi in Ruhe. Guck dir das an. Ist klein. Macht gar nichts. Na, oh. Oh, guter Schaden. Oh, voll aber. Alles klar, es erklärt einiges. Moment, ich muss kurz gute Nacht sagen. Ich schneide das raus. Tut mir leid. Komm, ich mein Pflanzen-Pokémon, wenn ich gerade mein Pflanzen-Pokémon trainieren möchte. Naja, gut, ist neutral durch den Wassertyp, ne? Aber. Das. Können Sie. Ja, komm, wir riskieren's. Müsste ja passen.
Aquavette. Jawohl. Das ist eine deutliche Steigerung. 60, ne? Ja. Plus selbst sind es schon mal 30 Schaden mehr. Also 30 von Attackenstärke. Ah, guck mal. Nami. Cool sieht's halt so eigentlich schon aus. Das Design gefällt mir halt eigentlich. Man wird schnell von seinen schönen Fällen und seiner Armut verleitet, aber es ist ein sehr launisches und gewalttätiges Pokémon. Merke ich, so oft wie du nur zweimal kratzt, anstatt fünfmal. Scheint's wirklich hau drauf mäßig zu sein. Nur nicht bei mir. Ich habe anscheinend das einzig liebe Geoparda erlebt. Obwohl, sadistisch war schon. Ich wollte gerade Pokémon switchen. Scheiße. Velosi. Ein Kampf-Pokémon. Da gehen wir natürlich nicht mit. Also da gehen wir mit Geoparda direkt doch mal raus. Und gehen wieder in Hoshiyumi. Hey, es tut weh. Das ist nicht viel Schaden. Das hingegen ist meiner Meinung nach sehr viel Schaden. Mehr ist mir definitiv lieb ist. Auch wehtun. Aber Flügelschlag sollte reichen. Hoshiyumi macht hier immer so so richtig schön auf den letzten Drücker. Ja, das wird nix. Ja, dadurch, dass es jetzt schon eine Endentwicklung ist, ne? Ist natürlich der Schaden dann nochmal ein bisschen mehr. Wir wollen noch andere trainieren. Ich komme nicht zu Aokiji. Aokiji ist aktuell noch nicht so gebraucht. So nützlich. Ah, da zeigt sie. Erst mit Geoparda wird so wirklich gewalttätig. Krieg mal fünfmal Kratzruhe eingesetzt. Nein, Schutzschild brauchen wir nicht, danke. Gib mir mein Elektro-Pokémon. Toxel! Was haben wir? Das Gift aus dem Giftsack in seinem Körper sondert es über die Haut ab. Berührt man es, bekommt man einen lebenden Schock verpasst. Ah, scheiße! Kacke. Ich muss gucken, wo der Spitznamenbewerter ist. Spitznamentyp. Muss ich heilen? Oh, Hoshiyumi, ja, stimmt. Habe ich ja gesagt, der macht immer hier ganz spannende Kämpfe. Und Aokiji habe ich die ganze Zeit nicht eingesetzt, weil er halt schon Half-Life ist. Deshalb gehen wir hier auch erstmal.
Ihr werdet hauptsächlich ja jetzt Undicht-Pokémon einsetzen. Dann kann ich damit Aokiji versuchen. Dann kriegen wir endlich das Fahrrad. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Ja, wir machen das. Los geht's. Aber die Musik finde ich halt echt gut gemacht in dem Spiel. Was sind wir eigentlich? Sind wir? Ich glaube, wir sind aktuell eher ausgeglichen, oder? Weil Fürnantor ist von den Stats her verdammt außer euch bin zweiter. Warte, guck mal. Extrem ausgeglichen. Oh, speziell, ja. Spezialangriff und Angriff fast gleich. Also die Werte tanzen so umeinander. Also da ist nicht große Distanz dazwischen. Das heißt, hier spielt eine Rolle, was besser ist. Und ich glaube, Zigzags ist von der physischen Verteidigung deutlich stärker aufgestellt als mit der speziellen. Aber können wir nehmen. Muss natürlich noch ein Volltreffer werden. Machen wir Eisplitter. Gaunux. Wie traue ich zu, dass du ein hart ätzend sein könntest? Du bist immerhin jetzt schon eine Endentwicklung. Ha, okay, hab nichts gesagt. Aber Frühjahr ist auch nicht klar die beste Attacke. Ah, das wird Damage machen. Sagen wir mal senken. Ja, nee, danke. Dann wechseln wir doch direkt mal raus. Wen wollen wir denn? Hier, komm. Endentwicklung gegen Endentwicklung. Katsurie und dann zeigst du bitte wieder deine Gewalt. Okay. Ja, das wird dir nicht allzu viel bringen. Komm, zeig deine gewalttätige Ader. Okay. Ja, das ist wirklich die schlechteste Attacke, die du einsetzen kannst. Kratzer müsste reichen. Du könntest langsam eine Unlichtattacke lernen. Alter. Kann nicht wahr sein hier. Ah, das ging doch hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Kommt uns ja nicht in die Quere. Zubiris. Auch ein sehr cooles Pokémon. Der dritte Gen hat halt echt viele coole Pokémon gehabt. Flunkiefer ist ja auch mit. Oh, Aokiji hat wenig Kaffee. Wirklich wenig Kaffee. Da wollen wir dann. Da müssen wir. Ich bin beinahe angegriffen und hätte es riskiert. Hey, 15 Kaffee ist. Hätte es ruhig verwirrt sein können. Quit macht uns jetzt fertig. Und wir besiegen es nicht. Ich gehe normalerweise nicht auf den Gedanken, dass ein Quit sein könnte.
Aber ich will hier wirklich... Frische Yumi könnte noch ganz nützlich werden. Vor allem ist es unser einziges Wasser-Pokémon bis jetzt. Da muss ich extrem vorsichtig sein, was das angeht. Das ist eigentlich ganz guter Schaden. Achso, gut, aber alles klar. Da wird der nächste nicht ausreichen. Der wird auf jeden Fall. Ich sag's so definitiv. Sag ich doch. Ach nö. Doch nicht mein einziger Angriffsmove. Ja, eigentlich ist er nur lieb. Der will alle am Kampf teilhaben lassen. Dann machen wir hier. Dann macht Chimpsticks das. Nehmen wir die schwache Attacke. So dumm, das Rasierblatt. Aber das kann ich ja wieder bei dem Typen im Pokécenter. War dumm von mir, aber. Kriegen wir Gott sei Dank. Pokécenter, ja. Wieder korrigiert. Ja, ich bin zu stark. So sieht's aus. Ich habe trotzdem immer noch Sorge vor der Wasserarena. Auch wenn ich mit Pflanzen-Pokémon eigentlich gut aufgestellt bin. Kamalm haut richtig, richtig viel Damage rein. Aber ein vierfach effektives Rasierblatt ist halt schon wieder eine Hausnummer mit Step. Was sind das? 55 plus 50% Step. Sind wir bei 73 ungefähr, 83 Schaden und dann vierfach effektiv. Sind wir immerhin bei einen Schritt näher. Nein. Ohne Vorwarnung. Ja, einen Schritt näher und wir kämpfen ohne Vorwarnung, sagt er. Ich glaube, wir müssen über die Definition von Vorwarnung nochmal reden. Ich habe nicht mehr viel. Den ganzen Weg zurück. Ich will eigentlich nicht. Fragt sich für mich, wer nützlicher ist, Frische Yumi oder Nami. Was hat er denn? Er hat ein Vogel-Pokémon. Er hat wahrscheinlich Kranowitz. Er hat wahrscheinlich Wolli immer noch. Und er hat Wasser-Pokémon. Also Frische Yumi wird hier weniger relevant werden als Nami. Und er wird wahrscheinlich wieder mit Wolli starten. Starten wir mit Nami. Los geht's. Ich glaube, er hat noch drei Pokémon. Ja. Dann zeig uns doch mal, dass du dir deinen Ohr noch wirklich verdient hast. Nee, ich hab ihn geklaut. Die Attacken gehen auch langsam mal her. Viel mit Nami gekämpft. Oh. Das ist ein sehr schöner Quit. Ein Vorteil, wow, du bist echt gefährlich, wenn du ernst machst. War genauso geplant. Komm, Nami. Ach, komm! Das hätten wir flawless machen können. Ach. Da sind wir wieder am Anfang. Weiß ich weniger KP. Als am Anfang. Komm, fünfmal treffen jetzt. Es wirkte so, als ob er mit jeder Attacke, als ob es mit jeder Attacke stärker geworden wäre. Rosé, Level 22. Karasuno, Verhöhner, nein, danke.
Okichi, Level 21. Sehr gut. Kranowitz. Ah. Ja, perfekt. Null Runde. So defensive Kranowitz halt da hat. Und auch noch einen guten Angriff. Das ist halt nochmal zusätzlich eine Schwierigkeit. Ey, Nami. Nee. Alles klar. Silberblick. Obwohl doch, wir überleben definitiv eine Attacke. Wieder definitiv gesagt, es tut mir leid. Ach komm schon. Maximal 50 HP, oder? Ah, weiß ich nicht. Komm, Nami. Komm, Nami. Sehr schön. Gymstick ist auch Level 22. Mein letztes Pokémon, ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Dude, das wird nichts. Fleck Leon. Gymstick rein. Starter gegen Starter. Guter Schaden. Rasierblatt hätte mehr gemacht. Ich sag dir immer noch, dass ich die Wechselwirkung verändert habe. Das weißt du doch. Ah, 17 KP. Perfekt. Ich habe jetzt plötzlich im Kopf, dass Knospi sich, dass unser Rosé sich jetzt entwickelt. Ah, doch nicht. Dann war es vielleicht doch nicht Level. Ich hatte irgendwie plötzlich irgendein 20er Level im Kopf. Ach, brauche ich nicht. Hopp. Ich hab plötzlich irgendwie 22, 23 oder 24 im Kopf. Ich weiß nicht warum. Ah, hier sind noch Trainer. Stimmt, 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 stimmt. Eieieiei. Zwei Trainer. Ja, ich werde kurz reingehen. Und Tränke kaufen. Ich weiß nicht, was sie für Pokémon haben. Und durch das Fahrrad sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Also tut das jetzt auch nicht so weh, wenn wir da kurz mal eine Minute dafür aufbringen. Wieder alles auffüllen. Tränke kaufen. Ja, auf damit. Jetzt haben wir wenigstens einen Supertrank. Supertrank macht 60. An sich ist es smarter, Tränke zu kaufen, weil es geldsparender ist. Ich krieg mit drei Tränken genauso viel. Und spar 100. Oh, Namen bewerten. Stimmt, das kann ich direkt hier. Okay, wie nennen wir ihn jetzt? Er ist ein Pflanzen-Pokémon. Ha. Huh. Gar nicht überlegt, wie wir ihn nennen können. Wir nennen ihn einfach die Punkt
Drummer. Bitte mit Doppel-M. Drummer. Finde ich aber auch, dass es passt. Nein. Und jetzt möchte ich das... Nein. Na, zu hektisch. Ich drücke zu schnell. So, an der Attacke erinnern. Finde ich gut, dass es jetzt einfach so geht. D.Runner. Und wir wollen den Rasierblatt haben. Und wir wollen dann für Zauberblatt vergessen. Jetzt gucke ich kurz, ob Cleopatra zufällig irgendwo einen Undicht-Move hat. Kein, der Schaden macht. Schade aber auch. Gut, dann mit aufgefüllten Tränken. Ups. Oh, Porenta. Ah, okay. Ich dachte kurz, das war der Typ. Ich dachte, jetzt wäre da schön, ich habe da so einen Arzt übersehen, der meine Pokémon heilt. So, jetzt können wir kämpfen. Ich hab's ein bisschen hinausgezögert. Tut mir leid. Rebecca. Oh, kommen wir mit Pulverschnee gut voran gegen die auf jeden Fall. Hat das der 15 KP, wenn überhaupt? 7. Ich hab. Ah, ist Kikugi, ne? Kikugi ist ja nicht sonderlich stark. Richtig. Ah, da müssen wir auch schon aufpassen. Wir sind jetzt schon Level 22. 24 ist Cap. Also, ja. Regner ist auch nicht schlecht. Aber da werden wir jetzt mit Eissplitter finishen und dann... Das. Oh, Quit auch noch. Wer weiß, ob der gemeldet hat. Ich glaube eigentlich nicht. Du hast doch deine Niederlage zu akzeptieren, ey. Das steht gar nicht zur Debatte. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Aha, so ist das also. Verstehe, verstehe. Ist halt witzig. Die das auch noch zusammen zeigen haben, dass ich so extrem viel lauter bin. Aber wenn ich mich ein bisschen leiser mache, weiß ich, dass ich durch die Musik und alles nicht mehr richtig zu verstehen bin. Also so krass ist der Unterschied eigentlich. Oh, Kampfgift. Ach komm, Hoshiyumi macht das. Viel Schaden, sehr viel Schaden. Wehe, du vergiftest mich. Gut. Aber Glimmbunkel besiegt. Das war einfach. Oh, arme Tanja. Steht im nächsten Part schon die zweite Arena an. Na, Quatsche wieder. Einfach so tun, als hätte man nicht gesehen, dass die Gruppe aus Liga-Präsident und Bettis und Assistentin steht. Oh,
Dann geht's in die Wasserarena. Oder mit Knospi erstmal rein. Warum nicht? Warum nicht? Können wir machen. Erstmal mit Knospi. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Bitte, bitte. Oh, weg sind sie. Nehmen Sie mir die Frage nicht über, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, dem, was wir sehen. Der wirkt halt so spanisch. Ich muss da einen spanischen Akzent reinlegen. Oh, wer warst du nochmal? Betis. Betis ist mein Name, Herr Präsident. Ah, ja, Betis. Das wusste ich natürlich. Wieso Russisch? Okay, ich krieg keinen spanischen Akzent, tut mir leid. Ja, du bist empfohlen, meine Güte, ey. Beruhig dich mal. Ah, meinen Namen kennt er, Betis. Ha? Er hat meinen Namen erkannt. Oh, Gott sei Dank ist er weg, sonst wäre er wahrscheinlich jetzt zusammengebrochen vor Trauer. Ja, den Orden hole ich mir jetzt, dann, ich habe kurz die Arena-Leiterin da. Dazu bringen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und dann... Oh. Ach, schön. Ah, zwei Supertränke. Guck mal, kostenlos nehme ich die gern. Das kann nicht zufällig irgendjemand lernen. Ich meine, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Also für nahezu unmöglich, aber... Vielleicht werde ich ja positiv überrascht. Schade. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Dayan höchstpersönlich empfohlen hat. Das hatte ich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Ich bitte. Nein, bitten. Es ist gut, dass ihr mir eure Karten meistens an Orten gebt, wo ich sie ganz zufällig verlieren kann. Oh, hups! Ah, erst Hops Karte, dann deine. Ah, ich dussel. Wir könnten hier ein Pokémon angeln. Wir haben hier noch einen Accounter in der Stadt. So, und genau hier sollte es eigentlich passen. Genau, wir beenden hier den Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Es läuft aktuell ganz gut. Ohne große Probleme. Mal schauen, ob das nochmal besser, also ob das nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ich habe ein bisschen Angst vor Kammern. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Haut rein, Leute. Schön mit Öl.